Leute, Serplin hier. Heute geht's mal was, was mich persönlich stört, und zwar fucking fake giveaways. Und zwar, es ist einfach, wenn irgendein kleiner Fortnite-YouTuber in jedem seiner Streams 50 Euro in Paysafe oder so verlost, dann ist das für jemanden, der nicht komplett dumm ist, natürlich offensichtlich, dass das fake ist. Allerdings sind viele Kinder nicht so weit, und für die sieht es wirklich so aus, als wären, würde da jemand einfach, ja, gerade Geld verschenken in einem relativ hohen Ding, und dann wollen die natürlich auch, dass der die nimmt und denen das gibt. Dann supporten die den, dann liken die den, dann machen die was auch immer der den sagt, um ins Giveaway zu kommen, was am Ende natürlich nicht existiert, was natürlich klar sein sollte. Wie will ein kleiner Fortnite-YouTuber so, wie will der sich 50 Euro pro Tag an Giveaways finanzieren? Aber es ist halt wirklich für Kinder und so einfach ein großes Problem. So, die fallen auf sowas noch rein. Die sind noch nicht so weit, um sowas zu verstehen, dass das dumm ist, dass das nicht wirklich wahr ist, was die denen da verkaufen. So, es ist halt einfach seltsam. So, ich weiß nicht, wie ich es wirklich anders sagen soll. Es ist halt einfach super seltsam, aber halt auch traurig, weil Kinder können auf sowas hereinfallen und die denken dann irgendwie, oh ja, ich like den, jetzt mach alles so. Und dann geben die denen natürlich dann noch mehr irgendwie Popularity. Dann werden die Streams weiterempfohlen und so und ziehen dann noch mehr Kinder in den Strudel. Und das ist am Ende so ein endloses Ding. Und ich find's einfach super eklig, dass Leute sowas machen. Naja, was soll's. Danke fürs Zuhören. Bleibt toxisch. Deabonniert mich, disliked mich, entmüllt meine Glocke. Und jetzt... ja.